Hey und herzlich willkommen. Wir gehen in Neviwind rein. Eine der tollsten, super tollsten, Ironie auf bitte, PvE-Instanzen. Meiner Meinung nach PvE-Instanzen, weil es meistens so ist, entweder die eine oder die andere Seite gewinnt. Offiziell gesehen ist es eine PvP-Instanz, eine Dread, eine viele, viele Leute Dread von 24 bis sonst wohin. Maximal 56 Leute. Hä? 90, ich glaube, es können auch nur 24 drin sein. 96. Ja, 96 ist das Maximum, aber dafür müssen halt auf beiden Seiten viele anmelden und im Normalfall ist es so, dass, wenn nicht Tauben da sind. Dass es zu wenig Tauben da sind, ja, und deswegen weniger Einleute. Bitte passt auf, man kann in dieser Instanz kicken, geht nicht AFK und seid vor allem kein asozialer Lead, der einfach so wahllos Leute kickt. Ich nehme hier erstmal nichts gegen diesen Spieler, ich kenne ihn nicht persönlich. Du hast Megalied? Aber, genau, ich habe Megalied. Ihm wird das, weil er zuerst einloggt. Ihm wird es weggenommen. Ich gebe niemanden ihr Lied. Ich kann selber schieben, ich bin ja nicht blöd. Wir schauen mal eben kurz ein bisschen nach den Kleriker-TP. Der eine Kleriker scheint auf jeden Fall, bisher sind überall Kleriker drin, außer da bei dem. Aber gut, was soll ich machen? Einen einzelnen Kleriker geben? Das wäre ein bisschen schade um den Kleri. Schau ich gleich. Wir machen nachher, sobald das Tor öffnet. Ich kick niemanden, ich schaue nur, ob sie da sind. Du kickst nicht? Okay, ich würde kicken. Ready. Dass du kicken würdest, wissen wir. Ja, wenn die bei der Hälfte immer noch hinten dastehen. Ja, schon blöd dann. Kann man dann wirklich schon mal kicken? So, dass ich dann kicke, wenn sie bis zum Ende noch nicht da sind, das muss ich ja nicht mitschreiben. Alter, sind wir wenige. Weißt du, melden übelst viele an, ne? Sind extrem viele in der Warteliste und trotzdem sind sie nicht hier. Ja. Jetzt können sie einen Kleriker von mir auskriegen. Ich krall mir den Sock. Wahrscheinlich haben wir. Ist aber nicht schlimm. Ganz ehrlich, ich werde der physischen Gruppe den Kantor geben. Der Kantor darf von mir aus gerne in diese extrem physische Gruppe und dafür kriege ich mir einen Templer. Mein Templer. Die profitieren davon, glaube ich, am meisten. Wenn sie denn alle aktiv sind, das wissen wir jetzt erst. Ob du wirklich richtig schießt, siehst du, wenn das Tor aufgeht. Nein, Scherz. Check Readiness. Ich gucke einfach, wer ist nicht da. Wer nicht da ist, kommt jetzt. Huna geht wahrscheinlich auf Nein. Kommt jetzt gleich in die eine AFK-Gruppe. Wir schauen auch nochmal hier im Chat. Anscheinend sind alle da, außer dieser eine Bade. Der eine Bade kommt also rüber. Huna ist nicht auf, der ist auf nicht ready. Ich weiß das. Alles gut. Ich kenne dich, Huna. Huna ja, bei dir kann ich ja so einen Spaß machen. Bei mir kannst du es auch machen. Ich achte darauf. Ich hätte jetzt auch durchlaufen lassen im Chat. Ihr könnt nämlich sowohl sagen, okay, ich bin da. Oder wenn ihr AFK seid, oder wenn ihr alternativ nicht ready seid, wird genau das gleiche angezeigt. Dann seid ihr in dieser Übersicht grau. Boah, halt so wie ihr es gerade gesehen habt, ne? Und es gibt viele, die dann einfach trotzdem kicken. Sag mal, dieser Gladi, kommt der hier nochmal? Oh, Knoppi. Berthan Monaka. Sorry, ich habe eine Freundin, die gerade ein bisschen... Da kommt aber jemand jetzt in die AFK-Gruppe. Und ich hole mir mal den Gladi ran, vielleicht hielt mein Kleriker den und er ist tot. Ja, bis jetzt spät. Was hab ich denn gerade? Ach ja, Heldenquest. Ist ja momentan da, dass ihr für Bobonerk immer noch einen legendären VZ und einen Bobonerk-Coin kriegen könnt. Müsst ihr 150 Mobs im Solo töten, aber nur so lange, wie das Event noch da ist. Und das wird, ich lade Montag hoch, nicht mehr lange sein. Nur noch Montag und Dienstag und ich meine, am Mittwoch ist es dann auch weg. Wir gehen hier den Punkt nicht gegendrehen, sondern wir stürmen hier in die Base rein. Wir machen mal hier das Ding da kaputt. Normalerweise mag man immer mit zwei, weil ansonsten macht es Puff. Macht das nicht Puff, aber die 1 wird häufig, dass sie verbuggt ist und in Allianzen schlichtweg entfernt wird. Verschwindet, das sagst du einfach. Ja, du hast dann keine 1 mehr gemarkt, sondern ist weg. Schlimm, schlimm. Man auch in 1, 2 Worten ja, sagen ich und komm, nicht in ich komm, 5, 6 Sätzen. Das ist so ein Ding. Du bist halt einfach im Talk-Modus, ne? Und dann talkst du. Ich finde den Typen gerade nicht, ne? Da ist er. Nee, das ist er. So, jetzt aber. PvE hier. Weiter gibt es auch noch eine andere gewisse Person, die dann
einen halben Roman erzählt. Du nur denkst, Junge, das kann man in zwei Sätzen sagen. Redet er jetzt nicht von mir, weil es ja eine andere Person ist. Jetzt muss ich ernsthaft mal nachdenken. Kannst mir nachher sagen, ich glaube, ich weiß, wer du meinst. Also es gibt viele, die das machen, nicht nur. Ich will die Nakro haben, blöder Templer. Mein Mob. Leider habe ich keinen Damage-Meter an. Aber das braucht man ja auch nicht zwangsläufig. Punkto Damage-Meter kann ich euch nur noch mal das vor kurzem gepostete Video zum Ray-Meter-Kombi mit IDPS-Meter empfehlen. Wollte ich nur noch mal, jetzt war es halt gerade vom Worten her passend. Hui. Schau mal auf der Karte. Es scheint niemand AFK hinten in der Base zu sein. Du kannst natürlich auch einfach auf der Karte AFK gehen, ne? Jo. Stellt sich an irgendwas ran. Oder du musst doch nicht mal AFK sein. Du kannst dich natürlich auch an einen Posten ranstellen und den deffen. Zwar stehst du dann die ganze Zeit AFK rum, ja. Aber du bist ja nicht AFK im Sinne von away vom Keyboard. Du bist ja noch da. Also das ist immer sehr schwer zu sehen. Aber hätte ich jetzt gesehen, ganz am Anfang, jemand ist die ganze Zeit oben in unserer Base und hat sich seitdem noch nie rausbewegt. Oder wenn ich wieder prüfe, ist er wieder da. Denn es ist wahrscheinlich, dass er nicht da ist. Dann ist es wirklich so. Leider, leider, ich. Und das meinte ich, als ich am Anfang PvE-Instanz gesagt habe. Die Tauben sind gestorben und jetzt sind sie AFK. Und wir machen PvE-mäßig die Bosse und so weiter und so fort. Also ein Teil von denen war ja von Anfang an schon AFK. Ja, das sind die da unten auf dem Boden grob rumliegen, sind zuhauf die von Anfang an AFK sind. Weil wenn du das zweite Mal stirbst, kommst du da oben. Also spawnen tust du unten, aber wenn du stirbst, bist du dann oben. Und die waren offensichtlicherweise jetzt seit Anfang an AFK, die unten immer noch tot rumliegen. Oder runtergesprungen, aber das ist der kleinste Teil des. Wir wollen es nicht verleugnen, dass du auch runterspringen kannst, aber der Großteil, der da rumliegt, wird die Dauer-Afghaler sein. So, wir haben jetzt den Typen getötet, gehen jetzt hier wie ganz üblich zu Dragon, der Drachentyp. Warte mal. Oh, Zerspette-Union ist es, ne? Ich mach's mal einfach. League, ja, okay. So. Okay. Und sichtbare Mauer? Ja, gibt's ein paar hier. Yes. Was, Hängst du fest? Fast. Konnte wegspringen. Oh, okay. Hatte gerade auch zwei, drei Tauben auf mir. Ja, ich habe so einen TP ja gesehen, du bist gedroppt. Dum, 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 da, dum, bam, 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 bam. Ich muss aufpassen, dass ich keine copyright-geschützte Musik summe. Das wäre gerade fast passiert. Ich verstehe aber auch nicht die Tauben, die da meinen, ey, wir gehen jetzt Dragon alleine machen. Es ist doch offensichtlich, dass wir Asmus gerade in deren Base sind. Und es zögert es nur hinaus. Selbst wenn ihr dann Drago oder Mahot getötet bekommt, macht es keinen Unterschied. Es geht trotzdem zu Ende. Es macht es nur für uns einfacher, den Boss jetzt hier zu töten. Und ist ja nicht so wie damals, wo man 4000 Punkte hatte, noch was gekriegt hat. Nein, man kriegt ja gar nichts. Wenn ihr 5000 Punkte mehr habt, habt ihr gewonnen. Oder alternativ, wenn einer von beiden 8000 Punkte hat, ist es zu Ende. Oder Nachzeit. Und früher war es so, ab 4000 Punkte hatte man eine Belohnung bekommen. Das steht hier auch noch so in etwa. Aber es gibt keine mehr. Ja, da steht zwar, ab 4000 Punkte gibt es Belohnung, blablub. Aber es gibt keine Belohnung ab 4000 Punkte. Sag mal, rennt ihr die immer noch hinterher oder was sind das denn da? Ja, das waren ein Teil von denen, die mir hinterher sind. Meine Fanboys. So, wir nehmen jetzt die Flagge, wir laufen nicht rüber. Die obere Flagge ist gerade grün geworden. Wir brauchen noch 500 Punkte mehr als die Edios. Wir können mal eben kurz Edios töten, dann passt das. Ich gehe zurück in die Base von denen. Und wenn jetzt unsere Asmus sich nicht killen lassen würden, wäre das ja ganz nett. Ich spring auch erstmal hier gegen die Gegenstände. Ach, die haben ein Artefakt, deswegen kriegen die ständig 5 Punkte. Ja, die haben ein Artefakt gegengedreht, also nein. Aber das scheint gerade jemand... Das Killerkind, toller Name. Gute Reaktion. Hätte ich nicht besser machen können. Ja, wer denkt solche Scheißnamen aus? Ja, das ist wirklich so. Und da kommst du mit in die Base, wir töten die eine Taube da, die zwei Tauben. Ja, die haben ein Schild drauf noch.
Warte, ja, ich seh's. Eine Sekunde. So, auf den Baden. Aber töten. Ah! Ah, 300 Punkte brauchen wir noch. Oh, beides zu Ende. Den in der Mitte will ich auch noch. Meiner. Meiner. Wo ist der? Der ist schon tot. Der hat noch ein Schild. Hat der auf der anderen Seite ein Schild? Wenn die ein Schild haben, den kannst du angreifen. Ja, ist genau. Du musst aufpassen, ne? Wenn die runterspringen und ein Schild haben, kannst du halt keinen Schaden auf die machen. Ja, ne? ich bin. Und dann droppst du ordentlich. Ich habe gerade mein Dings gezogen. Mein Schild aber. War's kaputt. Ah, nein! Böser Mage. Ey, der macht keinen Schaden. Aber er ist trotzdem nervig. Lass mich in Ruhe. Nein, Gaddy wird sterben. Ich war auch ein Dauerstun wegen Scheißjäger. Okay, fertig. Ja, das war jetzt Nevi-Wind. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und ihr meldet auch an. Es kann schon mal. Macht euch selber den Spaß, wenn es keinen Spaß macht, ne? Und ich würde sagen, bis denn.